Moin Moin, schön, dass Sie bei der Auswertung des zweiten Belegs mitmachen. Also legen wir los. Absender dieses Belegs ist die IT Nord GmbH. Empfänger sind Sie. Da es sich um eine Rechnung handelt, halten wir als Belegart fest Eingangsrechnung, Rechnung eines Lieferanten. Diese Rechnung dokumentiert den Geschäftsvorfall. Lieferant IT Nord GmbH stellt 20 Lenovo Notebooks in Rechnung. Warenwert 4.120 Euro, Vorsteuer 782,80 Euro, ergibt einen Rechnungsbetrag von 4.902,80 Euro. Was ist hier geschehen? Sie haben Ware erhalten, damit liegt ein Wertezufluss im Wareneinkauf in Höhe des Warenwertes vor. Zudem haben Sie einen Wertezufluss beim Vermögen in Form der Vorsteuer. Sie erinnern sich, Vorsteuer ist eine Forderung gegenüber dem Finanzamt. Gleichzeitig erfolgt ein Werteabfluss bei den Schulden. Hierbei handelt es sich um Schulden, die wir gegenüber unserem Lieferanten haben. Diese bezeichnen wir als Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen. Was ist bei diesen Werteströmen buchhalterisch passiert? Stellen wir diesen Vorgang einmal grafisch dar. Wenn Sie kaufmännisch handeln, haben Sie Aufwand. Sie müssen Waren, Verpackungsmaterial, Transportdienstleistungen, Energie- und Büromaterialien einkaufen, Versicherungen, Miete und Mitarbeiter bezahlen. Um handeln zu können, um Leistung erbringen zu können, müssen wir Aufwand betreiben, also einen materiellen Einsatz erbringen. Daher halten wir den Wareneinkauf in der Rubrik Aufwand fest. Der Aufwand in Form des Wareneinkaufs hat also einen Wertezufluss in Höhe des Warenwertes von 4.120 Euro. Gleichzeitig hat das Vermögen einen Zuwachs in Höhe von 782,80 Euro, denn Vorsteuer stellt eine Forderung gegenüber dem Finanzamt dar. Der Werteabfluss erfolgt bei den Schulden in Form der Verbindlichkeiten in Höhe von 4.902,80 Euro. Fassen wir unsere wichtigen Erkenntnisse zusammen. Um handeln zu können, um Leistung erbringen zu können, müssen wir Aufwand betreiben, also einen materiellen Einsatz erbringen. Die Vorsteuer stellt eine Forderung gegenüber dem Finanzamt dar. Solange wir unsere Eingangsrechnung nicht bezahlt haben, liegen Schulden gegenüber dem Lieferanten vor, die wir Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen nennen. Über diese Schulden finanziert uns unser Lieferant. Damit hätten wir unter Berücksichtigung der Arbeitsschritte bei der Analyse von Belegen diesen Beleg bearbeitet. Wenden wir uns dem nächsten Beleg zu.